Der italienische Rai-Moderator Bruno Vespa läuft Sturm gegen Südtirol. In seiner Fernsehsendung Porta a Porta kritisierte Vespa den Südtiroler Landeshauptmann scharf. Arno Kompatscher hatte sich gegen eine Beflaggung am 24. Mai zum Gedenken an den Kriegseintritt Italiens ausgesprochen. Die verbale Attacke des überaus bekannten Journalisten lässt Kompatscher aber kalt. Mit kriegerischen Fanfarenklängen wird die politische Diskussionsrunde Porta a Porta eingeläutet. Der italienische Journalist Bruno Vespa zitiert gleich im ersten Teil der Fernsehsendung den Südtiroler Landeshauptmann. Kompatscher wolle am 24. Mai nicht die Fahnen hissen. Italien sei also gar nicht vereint, fragt er dann die Verteidigungsministerin. Ich reagiere auf diese Polemik überhaupt nicht. Das war auch von meiner Seite nicht polemisch gemeint. Das ist einfach die falsche Art und Weise, den Beginn des Ersten Weltkrieges irgendwo zu begehen. Wenn schon, dann hätte die Anordnung lauten müssen, die Fahnen auf Halbmast zu setzen. Der Moderator Bruno Vespa brachte sein Unverständnis zum Ausdruck, dass es immer noch Teile Italiens gäbe, die sich in der Trikolore nicht wiedererkennen würden. Die eingeladenen Historiker brachten allerdings ihr Verständnis für die Haltung Südtirols zum Ausdruck. Der Bürgermeister von Bozen sprach sich heute für eine Beflaggung auf Halbmast aus und unterstrich, dass der Beginn des Ersten Weltkrieges eine Niederlage für die Menschheit darstelle.